Der Wolf ist jetzt beim Schlechter. Terrorzellen in der Stadt verstecken sie. Bravo wird jedes Haus durchsuchen. Meine Leute helfen. Wenn sie in die Berge entkommen wollen, gibt es nur einen Weg. Tariq Almut, die Straße des Todes. Russen haben sie bei der Invasion zerbombt und die Fliehenden getötet. Bei der Kreuzung ist ein kleines Dorf. Ich habe Hadirs Kämpfer hingeschickt für einen Hinterhalt. Alex und ich stoßen dazu und gehen über der Straße in Schussposition. Auf der Lauer für den Wolf. Herzlich willkommen zurück zu Call of Duty. Der Highway ist unter uns. Hadirs Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkows Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier anhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Pass abfangen. Der Wolf, der uns in der letzten Folge entkommen ist? Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. Das war in deiner Sprache. Die brauchen wir noch. Ja, Ma'am. Hadir hält für uns die erhöhte Position. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Halte uns auf dem Laufenden. Alex, hier lang. Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an. Oh, nettes Teil. 338 Lapur. Panzerbrechend auf 600 Meter. Ich habe das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Heieiei, jetzt geht's wohl an die Scharfschützenmission. Und ich bin nicht der beste Scharfschütze. Heißes Eisen, Bruder. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke, Adir. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Mach mich stolz, Alex. Benutze dein Visier. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Das sieht ja schon mal richtig trostlos aus hier, ne? Da geht der Highway lang und da blinkelt's. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Raza, platziere ein Ziel beim Bus. Jetzt kriegen wir erstmal noch eine kleine Scharfschützen-Lehrstunde. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Zwei Striche, verstanden. Der Wind lenkt deine Schüsse vom Ziel ab. Die Flaggen zeigen seine Richtung. Schieß dann gegen den Wind. Okay. Erledigt. Und Treffer. Das ging aber super. Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder, dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Bin ich ja richtig überrascht. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Puh, das könnte schwierig werden. Also 600 Meter wäre relativ weit oben. Dann haben wir hier noch ein bisschen Wind nach... Probier's um. Die Melone, Alex. Ach, auf der Kühlbox. Falsche Richtung. Nach links anpassen. Etwas höher. Ah. Du bist zu weit unten. Die Distanz ist 6 Treffer. Alle guten Dinge sind 3. Er ist ein wahrer Obstkiller. Das habe ich gehört. Ja, hi, Owen. Passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Oh oh, das war eine kurze Lehrstunde. Ob ich das jetzt hinkriege? Ich sehe noch keine Aktivität auf der Straße. Nichts als Wind. Aber das kommt bestimmt noch.
Immer dann, wenn man es nicht erwartet. Ich hab was bei der Ölpumpe. Bei der Ölpumpe? Bei dieser hier? Bei dieser. Nur ein paar streunende Hunde. Sichte weiter die Straße. Der Wolf wird bald da sein. Wir müssen den Wolf wieder einsacken. Der ist uns halt in der letzten Folge entkommen. Ich hoffe, ihr habt sie nicht verpasst. Wenn ja, einfach mal die Beschreibung checken. Da findet ihr alle weiteren Episoden rund um dieses wunderbare Spiel, was teilweise echt ziemlich krass ist, muss ich sagen. Ein Fahrzeug nähert sich von Osten. Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Ja, seine Männer. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speer des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Verdammt. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach. Augen aufs Dach, Alex. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. Okay. 400 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Guter Treffer. Noch einer. Pams. Guter Schuss. Zwei Speere weniger für den Wolf. Solide, Ali, oder? Ali, du kannst jetzt hin. Die sind jetzt Futter für die Geier. Hadir ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Den Wolf zu töten garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Und genau das ist eigentlich unsere Hauptmission, das Gas aufzuspüren. Und wir wissen immer noch nicht, wer es hat. Der Wolf hat es angeblich nicht, wie er gesagt hat. Aber kann man ihm vertrauen? Dem Anführer von Al-Qatala? Aber wer hat's dann? Und wir warten jetzt hier, bis der Hinterhalt anfängt und die Falle zuschnappt. Mashi, untersuch El-Ishara. Die Männer des Wolfs müssen zum Passieren den Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprenge ihn dann. Das ist der Wagen, den sie bewegen müssen. Und wir warten natürlich auf das Zeichen. Ich sehe den Konvoi im Osten. Verstanden. Es geht los. Seid tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Al-Qatala-Fahrzeuge. Verstanden. Nicht feuern. Lass sie näher ran. Das sind viele, Leute. Das sind viele. Soll ich angreifen? Nein. Sie müssen näher ran. Näher. Na los. Nicht so schüchtern. Oh, jetzt wird's richtig spannend. Sie sehen ihn. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. Spreng den Truck, Alex. Bam! Angriff! Angriff! Feuer eröffnen! Sie sind rechts vom Bus. Guter Schuss, Alex. Oh, verdammt. Da hab ich aber... Da hätte ich schon besser gerade. Granate! Treffer. Okay, unsere Leute nicht erwischen. Junge, Junge, Junge. Einmal nachladen. Das lief aber sehr gut bisher. Bin überrascht. Die Zündung, die Falle hat auch wunderbar funktioniert. Die Falle hat zugeschlagen. Toller Treffer! Sie gehen in den Gebäuden in Deckung. Na, komm schon. Und jetzt du. Oh. Guter Schuss. Al-Qatala auf den Fuß. Oh, 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 das sind verdammt viele. Das waren ja auch ein paar volle Wagen. Auf die Fenster achten, Treffer. Shit, muss wieder nachladen, Leute. Ich hoffe, wir können hier die Stellung halten. Hui, Sicht ein bisschen versperrt worden. Der Wolf hat Verstärkung geschickt. Was? Wir können mal was Exklusives gebrauchen, Leute. Okay. Hadir, zieh dein Team zurück! Wir dürfen nicht nachgeben! Tu es! Ali, zurück!
gefallen! Sofort raus da! Oh, 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 oh! Schieß auf die Motoren! Halte sie auf! Erledigt! Toller Treffer! Oh nein! Okay. Gibt's hier noch irgendeine Wumme, eine bessere? Ich habe mich gerade so schön an das Scharfschützengewehr gewöhnt. Ich habe es übrigens aus der Hand gelegt. Ich habe es nicht freiwillig aus der Hand gelegt. Das ist wahrscheinlich, weil der Gegner jetzt kommt. Ja, Mann! Das war schön. Molotow, sehr gute Idee. Ja, sehr schön. Boah, da haben wir einige weggeschäft. Das war mal. Aua, aua, aua! Die sind auf den Dächern. Nicht gut. Wenig Munition? Brauchen wir eine neue Wumme? Ist hier irgendwas? Leute, wir müssen jetzt hier richtig drücken, weil sonst wird das nichts mehr hier. Eigentlich schon immer lustig, ne? Wie wir im Spiel die bösen Mörder jagen und dabei am meisten umbringen. Du darfst auch das Zeitliche segnen, du alter Wurm. Oh, hier schöner Panzer. Ein bisschen älteres Modell. Muss ich, glaube ich, da hoch, oder? Was? Was hat mich da erwischt? Alex, schalte sie aus! Mörser also. Wir sollen zerrieben werden, ja? Und das mit ordentlich Beschuss von hinten. Muss er wahrscheinlich jetzt immer darauf achten, dass das Ding aufblitzt und wir das dann sehen können, die dann wohl mit dem Scharfschützengewehr abschießen oder so, oder wie jetzt, ne? Weil hinrennen wird schwierig. Ist ein bisschen weit. Ist aber schon ein krasses Szenario, ne? Wie hier der ganze Berg angegriffen wird und so weiter. Naja, hier können wir mal drüber hüpfen, mal gucken, aber ich glaube, wir müssen nach oben. Es bringt alles nichts, wir müssen zurück zum Scharfschützengewehr. Und die so richtig schön wegsniepeln. So, jetzt nicht vom Mörser erwischt werden. Boah, ich muss mal die Position gleich von dem Teil checken. Was sieht man hier was? Der ballert schon wieder. Ne, ich glaube, wir müssen die Leiter hoch. Hilft alles nix. Ran an die Knarre. Hä, wo sind die? Ach so, ich habe die noch dabei. Okay, ja, umso besser. So, wo ist der Mörser jetzt? Da unten. Alles im Blick. Sie sind erledigt. Alex, da ist noch ein Alcatala-Mörser-Team. Schalte es aus! Ah, habe ich gerade nicht gesehen, wo die sind. Aber wenn die das nächste Mal schießen, sind die dran. Glaub mir. Dann mache ich mit dem kurzen Prozess. Im Visier. Sicher, sie sind tot. Der eine nicht. So. Negativ. Da draußen ist immer noch ein Mörser. Okay, kurz mal nachladen. Oh, der kommt von ganz weit hinten. Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Da vorne. Sehe sie. Ah. Mörser-Team ausgeschaltet. Selbstmordtrakt. Linke Seite, linke Seite. Verdammt. Halte den Truck auf, Alex! Nein! Triff den Truck! Den Truck! Noch einmal! Sie laufen den Fahrer! Oh, verdammt! Wo ist er? Schieß, Alex! Schieß! Er kommt viel zu nah! Ich muss nachladen! Boah! Gehe ich auf jeden Fall nochmal in Übung hier bei der Farah, Scharfschützentraining. Gut geschossen, Alex. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Truppen den Weg freimachen. Platziere USB-Faust, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Okay, der finale Schlag wartet. Der Wolf taucht jetzt hier auf. Und dann werden wir uns den Typen holen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch was kommt. Eine kleine Überraschung. Irgendein Dreher, Wendepunkt.
Ah, ob das so viel besser ist? Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich gerne die Wurme behalten, weil auf Reichweite war die schon ganz angesagt, ne? Noch mehr Sprengsätze hat ihr? Genau wie beim letzten Mal. Wenn Feinde näher kommen, zünden. Halte Abstand. Okay, nächste Position. Alex, Captain Price ruft über Funk an. Er meint, es sei dringend. Der Price ist heiß. Da gehen wir besser ran. Naja, müsste ja vorne sein irgendwo das Funkgerät. Wo ist es denn? Wo können wir denn an den Apparillo? Um mit dem Captain ein bisschen zu reden. Okay, dann wollen wir mal hören, was er zu sagen hat. Hier, 3-1. Alex, der Wolf ist aus der Stadt geflohen. Er ist unterwegs zu euch. Alter! Die Russen sind gleich dahinter. Captain Price, hier ist gerade der Tee umgekippt. Ich muss leider auflegen. Autsch! Sind unterwegs. Oh Mann, ey. Voll ins Gesicht. Er ist unterwegs zu euch. Und die Russen sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch bestätigt. Nicht sehen! Sind unterwegs. Price, wir haben ja kleine Probleme. Die Schüsse kamen vom Highway. Oh, netter Hintern. Erledige ihn jetzt. Ich kann ihn nicht sehen. Er liest uns einzeln auf. Alex, finde den Scharfschützen. Da. Sehen. Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Acht auf das Glänzen. Hat gedreht. Er ist jetzt viel stärker. Das musst du berücksichtigen. Oh nein. Vier Striche nach links. Neue Zielsuche. Oh fuck. Er positioniert sich neu. Das wird schwierig jetzt mit dem Wind. Ich glaube, ich muss noch näher ran. Da soll ich den kriegen. Wie soll ich den denn da kriegen? Er positioniert sich neu. Boah, wie der abgedriftet ist. Aber so am Ende erst nach links, ne? Vier Striche nach links. Er positioniert sich noch. Was? Hab ihn. Boah. Guter Schuss, Alex. Alcatala sammelt sich beim Highway. Das könnte er sein. War dumm gerade eben. Falsche Richtung. Boah. Das sind 600 Meter, Alex. Schalte sie aus. Das ist ja immer krass in Call of Duty, ne? Diese Gegnerwellen und Massen, die dann teilweise auf einen einprasseln. Diese völlige Überlegenheit. Ach du Scheiße. Kopf einziehen. Was zum Teufel? Hab ich was verpasst? Wem sind die Flieger? Hier los? Warum greifen da jetzt russische Mix? Markovs Armee wird bald da sein! Boah, jetzt kommt aber alles zusammen. Russen, Terroristen und so weiter. Schwester, Rauch! Weißer Rauch, da links! Okay, wer ist das jetzt? Barkovs Jungs? Die Russen? Scheint ja so, ne? Alex, du musst sie irgendwie aufhalten! Oha. Weiter so, Alex! Lade nach, lade nach, lade nach! Ihr seht schon, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Scheiße, ich treffe da gar nichts. Toller Treffer! Muss auf die Reifen ballern. Ich muss nachladen, kurz. Weiter so, Alex! So, wo sind die anderen? Okay, wir haben sie alle zum Einhalten gebracht, aber... Das wird noch ein Nachspiel geben, glaube ich. Bleib da mal liegen. Russen, definitiv. Okay, wir brauchen andere Wumme. Andere Waffe, andere Waffe. Na, klar. Okay.
Bam! Ich zünde die Dinger. Bam! Da war ich nochmal. Jetzt muss ich mich echt konzentrieren, ey. Das wird ein richtig schwieriger Kampf. Oh ne, guckt euch das mal an. Überlegt mal, wie viele wir schon erledigt haben und wie viele jetzt hier wieder über den Berg da rennen. Boah, und auf der anderen Seite auch überall. Hinter uns. Oh shit. Boah. Ich sehe nichts. Ich kann nicht warten. Ich habe mehr Feuerkraft in meinem Truck. Alex, mir nach. Okay, helfen Sie Nadir. Du bist hier, Nadir. Ja, lass ihn laufen. Aber oh, das ist nicht Nadir. Zu meinem Truck, Alex. Granate, Bewegung. Ich kann jetzt nicht runter. Gerade ganz schlechter Moment. Okay, let's go. Bewegung. Lauf. Alex, ich habe Waffen im Truck. Hilf mir. Mein Laster ist voll mit Sprengstoff! Starkem Sprengstoff! Benutzen wir ihn! Mach schnell die Heckklappe auf! Ich gebe uns Deckung! Locken Sie den Wolf in einen Hinterhalt! Russisches Gas! Ja! Hä? Kriegen die Russen es zurück! Die Gasmaske! Komm schnell! Wo hat der das russische Gas? Verdammt, was mit der Gasmaske? Adir, was ist das? Das war von Ihrer eigenen Medizin! Nee. Was? Das war... Hier ist Benutzen, dann hier auch. Hadir? Hadir steckt hinter dem Gas? Das waren die Freiheitskämpfer, die das Gas haben? Eieiei, was für eine Wendung. Im Krieg gibt's kein Gut und Böse. Es gibt nur Leute, die böser sind. Und was ist da genau passiert? Hadir hat sich also das Gas organisiert. Und damit die Welt in ganz schöne Probleme gebracht. Schwester! Runter von mir! Wie könntest du das tun? Wir hatten keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Schwester! Schwester! Bei aller Sympathie zu den Rebellen, aber Gaswaffen gehen halt gar nicht. Alex! Mir zu. Ich stahl das Gas von den Russen, um uns zu helfen. Nur um uns zu helfen. Sag es, Farah. Sag's ihr, Alex. Oh Mann, Hadir. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.